Bald ist es 2 Jahre her, als wir unser Häs von der Bühne holten oder wir uns getroffen haben, um irgendwelche Auftritte für die bevorstehende Fasnacht zu proben. Es blieb nicht alles aus oder wurde verschoben. Viele Events fielen der Corona-Pandemie zur Last. Um die schönen Erinnerungen nicht zu vergessen, haben wir euch einen Rückblick zur Fasnacht 2020 zusammengestellt. Viel Spaß dabei! Mit den Narrentreffen fing wie immer alles an. Da hat jeder seinen Fun. Man trifft sich immer an der Bar, der ein oder andere schaut dabei zu tief ins Glas, oh ja, das ist wahr. Bei den Auftritten der Zunft oder dem Bild im Umzug können wir uns inzwischen zeigen lassen. Da muss der ein oder andere Verein echt passen. Florian führt die Gruppe an, seine Zunftmeisterkollegen sind dicht hinter ihm dran. Die schönste Garde im Hegau folgt gleich danach, so der Landvogt dies sprach. Die Buchenberger mit ihrem niedlichen Gesicht folgen der Gruppe lieb, nicht wie ein Bösewicht. Sie lachen, verteilen Süßigkeiten, rufen Narina roh, geben eine tolle Farbenpracht und das egal, ob bei Tag oder bei Nacht. Hinterher kommt die gruselige Hexe mit seinem Strohbett. Das kann für den ein oder anderen ausgehen gar nicht nett. Beim Aushelfen vom Aufbauen fürs Hattinger Narrenbaumstellen, da helfen viele von uns ohne großes Bettelbellen. Endlich stand die Dorffasnet an. Keiner musste fragen, wann. Viele tolle Unterhaltungen und Auftritte waren am bunten Abend dabei. Es ging viel zu schnell vorbei. Am Fasnetsfreitag gab es wieder verschiedene Gruppen. Es wurde getanzt bis in die Puppen. Man ging von Haus zu Haus. Es dauerte die ganze Nacht, bis waren alle wieder raus. Die Narrenmesse war gut besetzt mit Frau und Mann. Jeder hat so gut gesungen, wie er kann. Anschließend ging es nach Hattingen zum traditionellen Umzug, wo viele waren dabei. Schließlich war der Eintritt auch frei. Wenn allzu früh der Morgen graut, ist der ganze Tag versaut. Am Rosenmontag war dies jedoch nicht der Fall. Am Himmel gab es noch einen Knall. Der Wettergott ließ die Sonne scheinen und der Schnee hörte auf zu weinen. Beim Umzug gab es wieder tolle Ideen. Viele Zuschauer wollten diese sehen. Die Hexen verkleideten sich als Herren ganz alt. Im Spiegel sah der ein oder andere, wie er dann aussieht, ganz bald. Auch die Putzweiber der Garde schwingten umher ihren Wischer, so dass alles blieb sauber und frischer. Die Hofnarren und die Zirkusdirektoren waren bunt und fröhlich, die Wikinger und Mönche ganz ähnlich. Das Narrenelternpaar fuhr mit einem Oldtimer voraus, bis sie waren wieder zu Haus. Die Fasnet war dann zu Ende, da klatschte am Dienstag niemand in die Hände. Die Sünden wurden von allen verbrannt, das war für alle ganz entspannt. Nun ging es los mit Corona. Wir konnten nicht reisen nach Barcelona. Alle Feste blieben aus, es hieß dann einfach aus die Maus. Trotzdem gab es einige Aktionen, wo halfen vom Verein viele Personen. Mit der Klopapier-Challenge fing es an. Es machte jeder mit, so gut er kann. Auf eure Hilfe konnten wir zählen beim Autokino. Zum Schluss gab's dann noch einen weißen Vino. Für alles wollen wir euch von Herzen danken und wollen mit euch an der nächsten Fasnacht wieder viele Erinnerungen tanken.